Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Nexus 6 von Motorola im Kameratest. Ja, ich habe das Smartphone jetzt seit einigen Tagen im Gebrauch und muss sagen, ich bin durchaus sehr angetan, aber noch nicht wirklich überzeugt. In dem Fall wollen wir uns mal mit der Kamera beschäftigen auf der Rückseite und der Front. Wir sehen sie hier schon mit 13 Megapixeln aufgelöst, unterstützt von einem Dual-LED. Blitz in diesem Ring-Design, das soll halt so symbolisieren, als ob das von außen rum beleuchtet wird für eine bessere Beleuchtung, gleichmäßigere Beleuchtung. Im Endeffekt sind es zwei kleine LEDs, die hier und hier sitzen und dann für entsprechend viel Licht sorgen sollen. Das klappt im Endeffekt auch wirklich gut, muss ich sagen. Also ist es auf jeden Fall besser als ein Single-LED und die Bilder werden auch relativ gleichmäßig ausgeleuchtet. Da gucken wir uns gleich die ersten Ergebnisse an. Die Auflösung liegt hier bei 13 Megapixeln und wir können hier mit auch 4K-Videos aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. An der Front finden wir dann auch noch eine 2-Megapixel-Kamera, die dann mit bis zu 1080p-Videos aufnehmen kann. Für zum Beispiel Selfies, Skype-Telefonie, was auch immer. In die Kamera gelangen wir am schnellsten, indem wir einfach das Smartphone hier aufwecken und dann direkt hier reinwischen und schon wird die Kamera-App gestartet. Die Kamera-App an sich ist eigentlich bekannt, denn da kommt die Kamera-App von Google zum Einsatz, die auch zum Beispiel ja, in Nexus-Geräten oder im Play Store angeboten wird zum Download. Das sieht dann halt ganz normal sehr aufgeräumt aus, mit nicht wirklich zu vielen Features, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man sich zum Beispiel die Kamera-App vom LG G2 damals anguckt, da konnte man wirklich alles manuell einstellen, also wirklich jeden einzelnen Punkt, den man vom manuellen Fokus bis zum bestimmten Punkt, wo man nicht nur einfach tippt, zum Beispiel, um den Fokus zu setzen, sondern wirklich einen Schieber hatte, um zum Beispiel den Weißabgleich und so weiter alles anzuschaffen. Das ist hier nicht so umfangreich der Fall. Wir haben natürlich einmal in der normalen Kamera die Möglichkeit, zum Beispiel zur Frontkamera zu wechseln, dann zwischen dem automatischen Blitz und keinem Blitz zu wechseln. Wir können HDR Plus aktivieren, wo dann halt ja, insgesamt vermutlich drei Bilder, ein überbelichtetes, ein unterbelichtetes und ein normales, erstellt werden und dann halt ein Bild produziert wird, welches dann eine High Dynamic Range ja, schafft und das dann mehr so Details rausbringen soll. Dann haben wir natürlich die Gitternetzlinien, wo wir uns dann zum Beispiel orientieren können an bestimmten Objekten, ob wir wirklich die Kamera gerade halten zum Beispiel oder bestimmte Sachen einfangen wollen. Und natürlich auch den Timer, wenn wir zum Beispiel nach 3 oder 10 Sekunden ein Bild mit dem Selbstauslöser aktivieren wollen. Die Auslösezeit der Kamera ist wirklich sehr gut. Also wenn ich hier zum Beispiel Touch-Fokus mache und dann direkt ein Bild mache, gut, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt, der Fokus hat hier nicht gesetzt, dann ist es wirklich sehr schnell vorhanden, das Bild, und dann haben wir halt hier unsere zwei Ergebnisse, die wir aber nicht behalten wollen, denn dieses ist unscharf und ich habe eigentlich auch bessere Bilder gemacht, wo man das halt direkt vergleichen kann. Gehen wir wieder zurück in die Kamera-App und wechseln mal so durch die Optionen hier. Wir können natürlich Fokuseffekt nehmen, da macht man halt ein Bild, muss man das eine Objekt hier abfotografieren und dann die Kamera ganz leicht darüber führen. Und dann kann man zum Beispiel diesen Fokuseffekt, wenn dieser berechnet wird, das seht ihr hier unten, das dauert nämlich seine Zeit, um da diese Tiefe noch mit reinzubringen. Und wenn das Bild fertig bearbeitet ist, dann kann man diesen Effekt dann wirklich ja, sozusagen neu fokussieren. Also wenn wir zum Beispiel hier drauf tippen, dann können wir halt bestimmte Elemente in den Vordergrund rücken. So als ob wir halt ja, mehrere Bilder gemacht haben und dann kann man halt den Androiden hier zum Beispiel unscharf machen oder den Android natürlich scharf, was dann je nachdem, wie man das verschieben möchte, dann nutzen möchte. Also und dann natürlich noch die Intensität der Unschärfe, diesen DSLR-Effekt, kann man dann noch mehr in den Vordergrund bringen. Jetzt wirkt das hier ganz verschwommen und in der Mitte ist der Android sehr schön scharf. Das können wir dann auch speichern und haben dann halt wirklich jetzt einen Androiden wirklich sehr scharf und nur den Hintergrund dann wirklich sehr stark verwischt. Also das ist ausnahmsweise mal gut gelungen. So, dann können wir natürlich weitergehen und ein Panoramabild machen. Das ist natürlich, ne, auch kein Problem. Also
Bilder sowieso generell mit einer Breite, zum Beispiel, wenn man ein hohes Gebäude fotografieren wollen oder einen Strand oder sowas, kann man alles machen. Und Fotos wären natürlich, wo wir dann wirklich ein 360-Grad-Bild machen können, wie man, ja, wie man das mittlerweile von vielen Geräten kennt. Ansonsten, was mich etwas nervt an diesem Smartphone ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir in der Kamera sind, haben wir diese Option einmal. Um die Einstellung der Kamera zu gehen, muss man aber erstmal in diese Ansicht gehen und dann hier drauf. Dann kommen wir dann wirklich in die Einstellung der Kamera, wo wir zum Beispiel die Auflösung ändern können. Ich habe jetzt speziell 9,7 Megapixel im 16 zu 9 Format gewählt. Man kann aber auch im 4 zu 3 Format die volle Auflösung von 13 Megapixeln nutzen. Das ist einem selbst überlassen. Das gleiche gilt natürlich für die Frontkamera. Da kann man auch verschiedene Auflösungen nutzen, aber so hatte ich das aufgenommen. Videos habe ich nur in 4K gemacht. Das hat sogar wirklich sehr gut funktioniert. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass sich das Smartphone überhitzt und irgendwie ausschaltet nach einer Zeit, wie man das ja bei Sony von einigen Smartphones kennt, dass die dann halt mit einer Zeit einfach ja, ausgehen, wenn man irgendwie was aufnimmt. Das ist hier nicht der Fall. Gleiches gilt für die Frontkamera. Da kann man aber nur in Anführungszeichen Videos in Full HD machen und natürlich man kann die Qualität der Bilder beeinflussen, die man mit Panorama, mit der Panorama-Funktion bzw. Photosphere-Funktion oder diesem Fokuseffekt macht. Das ist einem dann selbst überlassen. So, gehen wir mal zu den Ergebnissen, die ich hier produziert habe in den letzten Tagen. Das Smartphone ist ja wasserabweisend, so schildert es Motorola ja auch. Also deswegen war ich jetzt auch hier an der Nordseeküste, gab es ja die letzten Tage den kleinen Sturm, da war ich unterwegs, da habe ich Videos gemacht, das zeige ich euch dann aber am Ende. Und wir fangen aber mit meiner Katze natürlich an, hier einmal beim Schlafen mit raushängender Zunge, wirklich toll, toll getroffen, also die Kamera sofort den richtigen Fokus entdeckt und wirklich eine schöne Schärfe reingebracht, die man dann halt hier wirklich sehr gut sehen kann. Und da zeigt sich das, dass der Fokus wirklich angenehm schnell und auch wirklich punktuell gut trifft. Dann habe ich natürlich schon ein Lowlight-Bild gemacht. Einmal normal im normalen Modus und einmal im HDR-Modus, wo man dann sieht, dass das Gebäude dann nochmal deutlich heller rausgekommen ist und deutlich besser geworden ist. Dieser HDR-Plus-Modus funktioniert tatsächlich im Dunkeln deutlich besser als im Hellen. Also im Hellen sehe ich den Unterschied nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Das Video zeige ich euch gleich. Dann hier einmal am Strand, mitten im Regen. Hat super funktioniert. Eins davon war mit HDR, eins nicht. Wo da der Unterschied ist, weiß ich nicht. Also man sieht ihn jedenfalls nicht. Dann hier der typische rote Hund, den ich fotografiere. Einmal wieder am Strand. Dann ein Panoramafoto, das sich aus drei Bildern zusammengesetzt hat. Das ist auch sehr schön geworden. Also man sieht nur hier eine minimale Unterbrechung, aber es war wirklich windig und ich konnte das Smartphone recht schlecht halten und da passiert das. Ich habe es dann später nochmal ausprobiert bei einem normalen Motiv zu Hause und das hat dann wirklich gut geklappt von der Zusammensetzung, wenn man das Smartphone wirklich ruhig hält. Das ist die Voraussetzung. Dann hier nochmal schön im Regen, wenn man sich die Details so anschaut, dann sieht man das, also der Fokus hat wirklich sehr gut funktioniert. Dann einmal ein normales Foto und dann im Vergleich dazu das HDR-Foto. Also ich sehe da nicht so wirklich den Unterschied. Also das muss man halt schauen, weiß ich nicht. Also irgendwie, das kenne ich vom Huawei Ascent Mate 7 oder vom LG G3 deutlich besser. Also vielleicht wurde die Software da in der Hinsicht nochmal besser optimiert. Das gleiche dann hier einmal von den zwei Schiffen und dann einmal in HDR. Auch kein wirklicher Unterschied. Und zu den Videos kommen wir gleich. Dann noch ein paar Fotos hier auch jeweils mit normaler Beleuchtung und dann HDR-Modus. Manchmal wirken die Bilder heller, manchmal dunkler. Lässt sich relativ schwer erklären. Und so geht es dann weiter. Hier das Bild mit LED-Blitz und da bin ich wirklich durchaus positiv überrascht. Natürlich war der Raum komplett dunkel, da wo mein Fahrrad steht. Und die Weste als Kontrast ist natürlich auch wieder ein Härtefall für so eine Kamera. Und da hat das wirklich sehr angenehm funktioniert, dass hier wirklich die Bereiche rumherum wirklich gut getroffen sind. Und die Schärfe, hier zum Beispiel den Schriftzug Strada, kann man wirklich sehr gut lesen auf diesem grauen Rahmen mit schwarzer Schrift. Das ist schon wirklich sehr anspruchsvoll. Das hat hier gut funktioniert. Und die Blendung von der Weste
kommt nicht so wirklich schlimm rüber, würde ich sagen. Also das hat die Kamera wirklich gut gelöst. Also der Dual-LED-Blitz funktioniert sehr gut. Und natürlich ein Selfie, wie sich das gehört, auch ganz gut gelungen. Also die Schärfe sehr gut getroffen. Kann man nicht meckern. So, dann zeige ich euch nochmal ein Video. Das habe ich in 4K aufgenommen. Ihr könnt es natürlich im Video nicht in 4K ansehen. Da seht ihr mal, wie windig es war. Denn der Schwan hatte durchaus Probleme, wieder zurück ins Wasser zu kommen. Und als er dann später die Flügel aufgemacht hat, ist er fast wieder auf die Straße geflogen. Da musste man ein bisschen aufpassen. Aber am Wellengang und so weiter sieht man, es war wirklich windig. Es hat geregnet. Ich habe natürlich trotzdem mit dem Smartphone dieses Video gemacht und die Fotos auch davor. Und man sieht auch, dass der Bildstabilisator relativ gut funktioniert. Also hier haben wir einen optischen Bildstabilisator. Und der funktioniert auch wirklich gut. Also ich habe da wirklich, man hört es vielleicht nicht, aber jetzt hört man es. Es war wirklich extrem windig. Und dafür ist das gut, dafür ist das Video wirklich gut gelungen. Also klar, es wackelt natürlich ein bisschen, weil es so viel, alles kann der Bildstabilisator natürlich nicht wegmachen. Aber es funktioniert doch sehr gut. Und dann habe ich hier noch ein zweites Video. Das habe ich kurz davor auf dem Deich aufgenommen. Und da hört man es nochmal. Also es war wirklich extrem windig. Ich habe erst gar nicht versucht zu sprechen. Das hätte das Mikrofon sowieso nicht aufgenommen. Aber man sieht auch hier, dass die Bildstabilisation bei diesem Wind, und ich habe wirklich gezittert, das muss ich wirklich dazu sagen, wirklich gut funktioniert. Und da ist das schon auf LG G3 Niveau. Also da hat Motorola wirklich eine gute Kamera gebaut. Ja, soweit zur Kamera des Nexus 6. Durchaus nicht perfekt. Ich hätte mir vielleicht noch eine spezielle Kamera-App gewünscht mit einigen zusätzlichen Funktionen vielleicht, die auch andere Smartphones bieten. Aber wenn man Schnappschüsse machen will, durchaus 4K-Videos und so weiter, funktioniert das gut. 32 bzw. 64 GB internem Speicher haben da auch genug Platz. Und deswegen ist die Kamera für mich mit einer Note 2 einfach gut. Also mehr kann man dazu nicht sagen, sowohl für die Frontkamera als auch für die Rückseite. Ja, das war der Test des Nexus 6 mit der Kamera. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.